Hallo, herzlich willkommen zur nächsten Folge von WM Pack and Play und heute mit Nigeria und der Wants to Watch Karte von Musa. Und gerne ein Like da lassen, kommentieren und mich unterstützen, wird mich sehr freuen. Und ja, gehen wir ins Set rein, dürft auch gerne natürlich auch ältere Videos von mir angucken und mich dort auch nochmal unterstützen, wenn ihr neu dabei seid. Und wir haben auch in Zukunft viele coole Sachen geplant, deswegen immer weiter unterstützen, dann kommen auch coole Sachen für euch in Zukunft. Und ich wollte auch nochmal Danke sagen für alle, die mich hier unterstützt haben. Und deswegen ziehen wir jetzt dieses 5K Silberset, um in der Serie voranzukommen, damit wir nicht so viel Zeit verlieren durch Labern. Und mal gucken, wen wir kriegen, ob wir eine brauchbare Karte kriegen, um gut zu spielen. Aber dieser Italiener als Innenverteidiger ist mir meiner Meinung nach zu langsam. Und mal gucken, was wir hier für Möglichkeiten haben. Es ist immer wieder schwierig, ne? Österreichische Liga, Brasilianer. Linker Flügel. Das wären ja schon eigentlich fast die einzigsten, die ich benutzen könnte. Aber ich möchte eigentlich ohne Flügel spielen heute. Aber auch wenn er nicht so viel Tempo hat, könnten wir ja mit Birnbaum gehen. Das werden wir dann gleich im Team sehen. Diesen gehen schon mal gar nicht. Meiner Meinung nach. Na, zweite Liga habe ich keine Lust drauf, habe ich keinen guten Keeper. Und deswegen denke ich mal, ich entscheide mich wirklich für Birnbaum aus der Major League. Und dann sehen wir uns gleich im fertig gebauten Team wieder. So, kommen wir jetzt zum Team. Und meine Fantasie, meine Kreativität kannte mal wieder keine Grenzen. Ihr seht es ja schon am Team, wie ich es gebaut habe. Und wir gucken mal rein, was ich für Musa bezahlt habe. 13.250 und der Inform, der die gleichen Werte hat, der kostet zwar 2k weniger, aber ich wollte trotzdem den Once to Watch haben, falls der noch irgendwas macht, dass der vielleicht ein Upgrade bekommt, wäre natürlich schön, aber ich bezweifle es mal. Aber ihr seht es ja schon, schöner Spieler. Gucken wir mal, ob der auch Tore treten kann. Habe ich dann kombiniert mit seinem Teamkollegen Vinito und weiter dann russische Liga, nur Zenit-Spieler, Loboa, Klavita, Pardes, den Mevilla und den Crescito. Ja, nur Zenit-Spieler, wie gesagt, sehr kreativ gebaut, aber es ging einfach chemietechnisch nicht anders, wegen dem Kollegen hier, Birnbaum. Und den habe ich mit Howard verlinkt, der hat auch, ihr seht sie alle, am 10er Chemie. So, Howard verlinkt, genau. Dann Van der Wiel und Bradley. Und das war das Team. Mal gucken, ob wir heute irgendwas reißen können. Wir haben ja auf jeden Fall vorne einen flinken Flitzer, der vielleicht das ein oder andere Tor knipsen kann. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit dem Gameplay. Sehr gut gespielt mit Crescito. Der will wieder zurücklegen. Das ist super. Das ist das 1:0. Und der Torschütze müsste Musa gewesen sein, wenn ich das richtig gesehen habe. In diesem Tumult, was auch immer. In diesem Haufen von Spielern hat sich Musa durchgesetzt. Sehr schön, das gefällt mir optimal. Sehr schönes Zusammenspiel, schöner Doppelpass. Und hier nochmal die Spitzenvorlage. Da war aber auch jede Menge Platz. Den konnte er ja nicht, ja, mehr als treffen. Und das ist Willian. Und der haut mir direkt das 1:1 rein. Das ist natürlich, ja, das alte Leid. Und jetzt Musa. Hat Tempo. Hat auch die Technik, um einen aussteigen zu lassen und das Tor zu machen. Sehr schön. Ich hätte querlegen können, wollte ich aber nicht, weil ich Angst hatte, dass der Ball nicht ankommt. Und hier nochmal das, was er kann. Das war super. Und dann wieder ein kranker Abschluss. Hat sich auf jeden Fall gelohnt, den zu holen. Zwei Tore direkt in seinem Einstand. Crescito läuft. Hat Platz. Läuft weiter. Läuft immer noch. Verzögert. Sehr gut. Da ist Platz. Noboa. 3:1. Und ja, was soll man dazu sagen? War super herausgespielt. Wenn mir mal den Platz lässt, dann nutze ich den doch auch wunderbar. 3:1. Und das war von mir schlecht verteidigt. Da habe ich den Gegner zu viel Platz gelassen. Und es steht nur noch 2:3.
Leute, den hättet ihr doch haben müssen. Der stand doch besser, der Spieler. Warum geht der Ball rein? Das verstehe ich gerade nicht. Ah, 3-3 ist natürlich wieder ärgerlich. Ausgleich für den Gegner. Auat. Boah, was für ein Glück. Gerade so noch dazwischen gekommen. Und jetzt schickt er wieder meinen Spieler auf Reise. Sehr gut. Sehr gut. Das ist Noboa, Noboa, Noboa. Das war doch der perfekte Konter. Sehr gut. Zwar hinten in der Abwehr ein bisschen Glück gehabt. Aber so soll das doch laufen. Wir führen wieder kurz vor der Pause mit 4-3. Und hier gerne nochmal das Tor ansehen. Schöner Abschluss. Und es wird wohl wieder ein Torfestival. So wie in der Cavani-Folge, wo keiner verteidigen wollte. Und schon wieder nicht verteidigt. Warum ist da immer so viel Platz in meiner Abwehr im Moment? Ich weiß es nicht, woran es liegt. Und es steht wieder 4-4. Das ist mal wieder ein Scheißspiel für mich. Oh oh. Eigentor. Eigentor, glaube ich, war das. Das darf nicht wahr sein. So ein Scheiß. Er freut sich natürlich, aber ich glaube, das war ein Eigentor. Können wir nochmal die Wiederholung angucken. Lässt der Gegner es zu? Ah, er jubelt erstmal so lange. Das ist nervig. Ich will nur gucken, ob es ein Eigentor war. Aber ich glaube sehr wahrscheinlich schon, dass mein Abwehrspieler da mit dem Fuß dran war. Sonst wäre der Ball nie im Leben reingegangen. Und das kurz vorm Schluss. Aber okay, da habe ich mich noch blöd angestellt. Da versuche ich noch dazwischen zu gehen. Ja, Eigentor. So, das Spiel ist vorbei. Es war mal wieder spektakulär. Und Musa wurde Man of the Match mit 9,5er Bewertung. Und ja, hat auch 2 Tore getreten. Sah am Anfang ja gut aus für mich, als würden wir dieses Spiel gewinnen. Aber am Ende hin wurde es dann doch nichts. Denn wir haben am Ende 5-4 verloren, weil wir kurz vor Schluss ein Eigentor gemacht haben. Mal wieder ein spektakuläres Spiel, was die Tore anging. Von meiner Leistung aus in der Verteidigung mal wieder grottenschlecht. Aber wenn es euch trotzdem gefallen hat, gerne ein Like da lasst, kommentieren. Und ich hoffe, in der nächsten Folge können wir dann wieder einen Sieg feiern. Sind ja nicht mehr viele Folgen, wir sind auf der Zielgeraden. Und bald ist ja auch schon das Eröffnungsspiel in Russland bei der Weltmeisterschaft. Und deswegen sage ich auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal.